Hallo Leute und willkommen zurück zu ZF6 mit Vietnam. So, ich habe mir überlegt, dass hier auch noch ein guter Spot wäre für ein Schutzgebiet. Ah, einfach das hier, das sieht einfach zu genial aus. Das hätten wir doch gerne noch ein drittes Mal. Muss man ja hier noch einiges investieren. Aber... Ah, wir müssen dann hier erstmal einen Wald pflanzen, ein Schutzgebiet bauen, dann außenrum halt auch auf jeden Fall die Dschungel entfernen und da schön für Anziehungskraft sorgen. Dann hätten wir halt hier, ja, und die Weide würden wir halt entfernen, damit dieses Feld dann auch von dem Schutzgebiet profitiert. Ah, oben den Sumpf müssten wir entfernen, dort auch nochmal den Dschungel. Also da müssen wir einiges investieren, aber wir sehen ja hier, lohnt sich. Das wird mit der Zuflucht dann noch besser. Ah, also hier müssen wir dann... Ah. Das sind 110, also nächste Runde können wir uns das Feld kaufen. Mit dem Händler sofort einen Wald platzieren und mit der Produktion anfangen. Weil wir kriegen ja dann auch einen Kulturschock, weil das Schutzgebiet fertiggestellt wird. Das heißt, die drei Felder würden uns gehören. Wir möchten natürlich nicht, dass Vilnius hier das Feld kriegt. Oder das. Aber hier sind auch noch Felder aus dem zweiten Kreis, die Vilnius noch nicht hat, also müssen wir schon ein bisschen Pech haben. So, nächste Runde. أنا السلطان موسى سيد مالي وبحمد الله أنا رجل غني جدا جدا تشرفت بلقائكم. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Informationen über unsere Hauptstädte auszutauschen ist eine großartige Idee. Das sollte dem Handel zugutekommen. Jawohl. Ah, okay. Portugal ist wahrscheinlich dann so zu reden von dem Kulturstaat. So. Den kann man doch jetzt auch mal automatisieren. So. Die Galeere. Ach, da oben. So, Einheiten-Upgrade. Noch einmal drauf schießen. So, mit dem Händler gehen wir nach Hoyan wahrscheinlich. Ja. So. Hier reparieren. Ja, und jetzt wie besprochen. Nur 10 ausgeben. Dann mit dem Handwerker rein, einen Wald pflanzen. Und hier das Schutzgebiet. Hatte ich übrigens nicht geprüft, dass wir hier noch einen Spezialbezirk bauen können gerade.
Glück gehabt. So. Und das tauschen wir auch. 10 Runden. Nee, noch. Aber so ein Feld wird hier bewirtschaftet. Das ist wichtig, dass wir das jetzt fertig kriegen, um den Kulturschock auszulösen. Wahrscheinlich jetzt noch nicht aktualisiert, oder? Ah, in 9 Runden dauert das nur noch. Man muss dort wahrscheinlich jetzt länger. Ja. Okay. Haben wir irgendwo noch einen Handwerker? Nein, gerade haben wir keinen Handwerker mehr. Jetzt könnte man halt auch hier was wegbauen, wegholzen, um das zu beschleunigen. Okay. Hoffen wir mal, dass Vilnius in den nächsten 9 Runden hier kulturell nicht ausbreitet. So, der Weltkongress. Wir haben 156 diplomatische Gunst. Verdiene doppelte Punkte bei großen Persönlichkeiten dieser Klasse. Okay. Es werden keine Punkte bei großen Persönlichkeiten dieser Klasse verdient. Das wäre eventuell interessant, wegen großer Ingenieur. Wir haben bisher noch keine Industriebezirke. Und dann können wir das sozusagen erstmal stoppen. Dass wir dann was ausgebaut haben. Doppelte Punkte. Wir können uns das auch gerade noch anschauen, also ist kein Problem. Großer Händler. Ah, ja. Fangen halt hier langsam schon an. Wir sind noch nicht dabei. Hier würde mal eine Luxus-Ressource bekommen. Händler. Ja, Händler werden wir jetzt rasant ausbauen, unsere Punkte, die wir dort bekommen. Das wird natürlich für die anderen auch gelten. Okay, investieren wir ruhig mal ein bisschen was. Und das unten mit der... Legion. Ja gut, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Und mir so. Wenn das, was wir ausgewählt haben, halt gewählt wird, dann kriegen wir einen Diplomatie-Siegpunkt. Hier einfach mal so abschicken.
Oder einreichen. Okay, großer General wurde gewählt. Es werden keine Punkte für große Generäle verdient, okay. Ja, Buddhismus ist das, was wir ausgewählt hatten. Und dann würden wir jetzt einen Diplomatie-Siegpunkt bekommen. Ja, genau. Okay. So, der Bogenschütze kann aufgerüstet werden. Ja, nehmen wir ruhig Garnison. Boah. Weiter ausruhen und reparieren. Okay, das Eureka für Schießpulver. Okay, hier ist ein Fluss überschwemmt worden. Was macht eigentlich das Weltklima? Ah, okay. Noch hat die Menschheit nicht angefangen, die Umwelt zu verpesten. Ah. Kohle und Öl wurden noch nicht gefunden. So. Paar Einheiten-Upgrades. ...180 für eine Karavelle. Das ist schon teuer und wir haben die... verwenden schon die Politikkarte. 50% Nachlass. Waffenkammer abgeschlossen. So. Campus oder mal ein Industriegebiet. Wir haben zwei Campi bisher. Haben wir halt plus 2 bekommen. Und unser Tanhabel auch nochmal 2 Kultur bekommen. Dort das Industriegebiet. Hatten wir ja ziemlich früh ausgerechnet, dass das viele Städte erreicht. Hier vielleicht auch noch 1, 2, 3. 1, 2, 3, jawohl. Da baut man dann Fabriken und Kraftwerke. Eben da in Städten in der Nähe entsprechende Boni. Aber hier unten, Porto würde natürlich nicht erreicht werden. Aria auch nicht. Und Konzong auch nicht. Also für die drei Städte bräuchten wir auch noch einen Industriebezirk. Ah, der würde ja wahrscheinlich dann hier entstehen. Machen wir hier nochmal den Campus. Weil wir liegen technologisch weit zurück. Das schadet auf jeden Fall nicht. Wir werden dann natürlich auch mit Spionen arbeiten, um da ein bisschen aufzuholen. Also die bei gegnerischen Städten platzieren und dann Technologien stehlen.
Also hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das würde passen. So. Ja, hier noch sieben Runden. Amboss abgeschlossen. Handwerker würde sieben Runden dauern. Kaufen. 360. Drei Runden, da können dann wir einen Handwerker kaufen. Schnell da runterschicken und den Dschungel abholzen. Dann würden wir hier vielleicht nochmal zwei Runden sparen. Das Schutzgebiet. Okay, also wir bauen die Bibliothek. Und noch mit knapp. Kein Süßwasser. Und wir haben auch noch kein Aquädukt. Ja, gut. Ja. So. Und der siebte Händler ist fertig. Welche Stadt hat denn noch keinen Handelsweg? Danang hat noch keinen Handelsweg. Ja, gut, dann. So. Bereitschaft. Wenn man der Bank 100 Dollar schuldet, hat man ein Problem. Wenn man der Bank 100 Millionen Dollar schuldet, hat die Bank ein Problem. So. Jetzt die Bank bauen und Großimpapfer. Aber Großimpapfer hatte ich keinen guten Spot für gefunden. Man müsste dann halt. Das wäre ein ganz anderer Strategieansatz, was unsere Handelswege anbelangt. Bei Großimpapfer würde man halt eine Stadt. In einer Stadt Großimpapfer bauen und dann alle Handelswege von dort starten lassen. Dann extrem viel Gold generieren. Und wir haben ja jetzt einen anderen Ansatz, dass wir eigentlich aus jeder Stadt einen Handelsweg starten möchten, um ja, zusätzliche Nahrung auch zu bekommen. Um ja alle Städte zu unterstützen, dass sie auch wachsen können. So, Stadtmauern abgeschlossen. Der Hafen wurde gebaut und auch schon komplett ausgebaut. Handelszentrum. Wir können jetzt hier das Handelszentrum bauen und dann Hanha, sobald wir uns dort ausgedehnt haben. Plus 5 als Nachbarschaftsbonus. Das ist schon echt super. Jawohl. Halt hier diese eine Politikkarte, die wird dann immer interessanter. Ja, plus 1% Handelszentrum, Bezirk Nachbarschaftsbonus. So, nächste Runde können wir dann den Handwerker kaufen.
So. Plus 3, plus 4, plus 2. Los geht's. Wohnraum in Area. Okay, aber das hat sich dann auch erledigt mit dem Schutzgebiet. Wobei, wir müssen da noch einiges investieren, damit das Schutzgebiet auch was bringt an Wohnraum. Beziehungsweise, ja, gewährt bis zu 3 Wohnraum. Aktuell ist es halt gar nichts, glaube ich. Und der geringen Anziehungskraft. Also da müssen wir halt noch einiges investieren an Wäldern, um die Anziehungskraft zu erhöhen. So, nächste Runde nicht vergessen, den Handwerker zu kaufen. Universität Sankore wurde abgeschlossen. Jetzt als allererstes sind ja sogar noch besser geworden. Oder? Also wenn wir jetzt den Handwerker kaufen, nächste Runde kann er anfangen, sich zu bewegen. Also wird er gar nicht mehr erreichen, ja? Aber wir brauchen den ja sowieso, um hier das Schutzgebiet zu pushen. Oh, mit der Karawelle können wir uns mal aufmachen. Schauen, ob es hier noch Barbaren gibt. Das ist auch noch mal einmal Salpeter. Aber wir werden ja nach dem Schutzgebiet auch noch den Hain bauen und dann können wir, also so oder so profitieren wir davon, wenn wir dort den Regenwald entfernen. Hitze zu und schmiedet manche von uns zu Stahl. Also. Hier der Handwerker. Ja, der ist in 4 Runden erst da. Natürlich gerade hier eine Runde zu investieren, um dort einen Wald zu pflanzen. Ah, vielleicht. So. Ihr Gesandte. Ja. Die religiösen Stadtstaaten bringen uns eigentlich nichts, weil wir keine Religion gegründet haben. So, Handelswege generieren plus 1 Gold für jede 5 Geländefelder, die sie überqueren. Okay. Und hier bekommt man 2 spezielle Luxusgüter. Und die geben jeweils 6 Annehmlichkeiten. Ja, okay. Also hier die Stufe 3. Boni, die werden dann demnächst relevant. Wenn wir Banken, Werften, Universitäten bauen. Waffen kommen an.
Menschen können kaputt gehen, nicht nur Maschinen. Also, wir können jetzt unsere Bogenschützen zu Voyagern aufwerten. Bei der Diplomatie gibt es zwei Arten von Problemen, kleine und große. Die kleinen lösen sich irgendwann von selbst und die großen lassen sich nicht lösen. Und hier können wir die Botschaftskanzlei bauen. Aber wir können jetzt auch einmal sagen, mal den Einheitenunterhalt reduzieren und wenn wir dann ein bisschen Gold angesammelt haben, das Upgraden billiger machen. Wir haben halt sehr viele Bogenschützen gebaut. Ja, abzugraden wäre natürlich sehr teuer. Steinbruchmodernisierung erhalten plus 1 Produktion. Okay. Musketiere mit Salpeter. Ah, Salpeter bekommen wir dann. Machen wir das ruhig. Und Sozialbereich, da können wir 100% Hafenbezirk Nachbarschaftsbonusse. Okay, das dauert auch nur 2 Runden und man bekommt einen Gesandten. Ah, da ist noch eine Galeere. Haben wir natürlich kein Problem mit. Ah, da oben die Stadt, die könnten wir ja auch bald gründen. Ah, hier hat man ja gesagt, für Spezialbezirke. Dort. Hafen kann man sowieso bauen, ganz viele Küstenfelder. Ja. Okay, gut. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Mach's gut, Leute. Bye, bye.